Und so betrog der Kurier, der einst auf einem Friedhof bei Good Springs dem Tod von der Schippe gesprungen war, den Tod erneut und das Mojave-Ödland änderte sich dauerhaft. Caesar zog auf dem Strip ein, als wäre es sein Triumph. Die Legion vertrieb die RNK aus New Vegas und drängte sie bis zum Mojave-Outpost zurück. Die Legion besetzte alle größeren Siedlungen und versklavte weite Teile der Bevölkerung. Den Rest regierte sie friedlich. Unter dem Banner der Legion hielt die Zivilisation, auch wenn sie erbarmungslos war, Einzug ins Mojave-Ödland. Die Legion eroberte den Hoover-Staudamm mit Hilfe einer Person, die ebenso brutal und gnadenlos war wie die schlimmsten unter ihnen, dem Kurier. Caesar ehrte ihn mit einer goldenen Münze, die anlässlich der Feierlichkeiten zu seinen Ehren geprägt und im Ödland verteilt wurde. Obwohl noch einige Supermutanten und Nachtvolk die Reise zum legendären Utobitha machten, fanden sie kaum noch Spuren davon. Einige schafften es schließlich bis nach Jacobstown, aber die meisten verliefen sich verwirrt und entmutigt im Ödland. Immer noch mit Selbstzweifeln wegen seines Alters ringend, hatte Raoul nie seinen Frieden mit sich gemacht. Schließlich verließ er die Mojave und nahm einen neuen Namen an, wie er es schon so viele Male zuvor getan hatte. Durch die Machtdemonstration der Rumser am Hooverdamm vorsichtig geworden, ließ Caesar die Rumser lieber in Ruhe. Die Rumser blieben isoliert, aber von Zeit zu Zeit sieht man sie über das Mojave-Ödland fliegen. Begraben unter Tonnen von Geröll war der Mojave-Verband der Bruderschaft ausgelöscht worden. Die wenigen, die während der Zerstörung des Bunkers fern von Hidden Valley waren, begannen ein neues Leben oder schlossen sich anderen Verbänden an. Die Unholde griffen während der zweiten Schlacht am Hoover-Staudamm Camp McCarran an und erlitten schwere Verluste. Caesar war unbeeindruckt von ihrer Leistung und ihrer Drogenabhängigkeit und veranlasste ihre Vernichtung. Nach dem Sieg der Legion gestattete Caesar den Anhängern aus Respekt für seine einstigen Kameraden, sich unbehelligt aus dem Ödland zurückzuziehen. Widerstrebend nahmen die Anhänger das Abzugsangebot an und überließen das Old Mormon Fort der Legion. Reisende auf der Long 15 füllten auch weiterhin an der Good Springs Quelle Wasser auf. Aber sie verirrten sich selten in die Ruinen von Good Springs. Jene, die doch kamen, waren fast immer Touristen, die den Ort besuchen wollten, an dem der Kurier aus dem Grab gestiegen war. Als Belohnung für ihre loyalen Dienste hat Caesar die Großkhane in die Legion zwangsintegriert. Die Kranken und Schwachen wurden getötet, die Frauen als Ehefrauen an hochrangige Offiziere verkauft und die Identität des Stammes wurde vernichtet. Obwohl viele Großkhane den Tod ihres Stammes betrauerten, war der Großteil am Ende zufrieden mit ihrer Rache gegen die RNK. Nach ihrem Sieg am Hoover-Staudamm stürmte die Legion Freeside. Die Kings wehrten sich zwar, aber die meisten von ihnen wurden getötet. Die Überlebenden flüchteten ins Ödland. Rex, der nie ein Ersatzgehirn erhalten hatte, erlag am Ende seinem hohen Alter. Eines Morgens fuhren seine Systeme unerwartet und für immer herunter. Nach 2 Jahrhunderten, die er im Dienste des Menschen gelebt hat, versagten Rex' Systeme und er starb. Obwohl Novak für die Legion nur ein untergeordnetes Ziel war, starben viele Bürger Novaks bei der Verteidigung. In den folgenden Wochen strömten wilde Ghule aus dem Rap-Contest-Gelände und verwüsteten die geschwächte Stadt. Die meisten Pulverbanditen der Justizvollzugsanstalt flohen ins Ödland, statt sich der vorrückenden Legion zu stellen. Die wenigen, die dumm oder tapfer genug waren, um zu bleiben, wurden von den gnadenlosen Legionären gekreuzigt. Nach dem Anschluss der Mehrheit der Pulverbanditen aus Vault 19 an die Großkhane verstreuten sich die schwächeren Mitglieder über das Mojave-Ödland. Obwohl es einigen gelang, ihre Vergangenheit auszulöschen, überlebten nur wenige. Der Kurier versetzte dem von den Pulverbanditen gebeutelten Prim den Todesstoß. Ab und zu kamen Prospektoren noch in die Stadt, um in den Ruinen zu suchen, aber niemand ließ sich dort mehr nieder. Und so endete der Weg des Kuriers. Vorerst.
In der neuen Welt des Mojave-Ödlands ging das Kämpfen weiter. Blut wurde vergossen und viele lebten und starben, genau wie in der alten Welt. Denn Krieg bleibt immer gleich.